So, herzlich willkommen zu unserer zweiten Good to Talk Veranstaltungsserie heute, also zweiter Tag von Good to Talk 2021. Wir freuen uns sehr, gestern hier ganz schön gestartet zu sein in den Wilhelmhallen mit zwei wunderbaren Talks mit Collectors, Collectors Clash und ein weiterer Talk gegenübers Talken, Talky Talk. Und heute sprechen wir mit der GFZK, der Galerie für zeitgenössische Kunst, über ein Projekt, das sich Digit nennt, digitale Prototypen im Museum. Und wir freuen uns zu viert oder in vier kleinen Videos oder vier Personen in dem Insta-Live-Talk über das Projekt zu sprechen mit der Franziska Soyum, der Direktorin der Galerie für zeitgenössische Kunst, und der Alexandra Friedrich und der Lena Seik, die GFZK4U machen, und dem Künstler Tristan Schulze. Und jetzt warte ich darauf, dass wir von den Dreien die Kontakte finden und dann zu uns kommen. Und dann geht es los. Und zwar, es geht wirklich um ein Bewusstsein für digitale Nachhaltigkeit, die das Projekt Digit dieses ganze Jahr über im Rahmen eines Projekts der GFZK in Leipzig gestartet hat und initiiert hat. Und es geht darum, wir werden das gleich merken, es geht darum, aus verschiedenen Perspektiven zu schauen, was ist wichtig oder wie wichtig ist es, ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Digitalisierung natürlich auch viel Energie verbraucht und uns einfach klar werden sollte oder uns klar wird, was dahingehend alles passiert. So, ich frage mich, wo die anderen sind. Ich hoffe, sie kommen gleich. Ich erzähle noch mal ein bisschen weiter. Die GFZK oder Digit, das Projekt, hatte gerade ein ganz tolles Sommerfest. Ich glaube, darüber sprechen wir auch noch mal, wo es wirklich um Selbstversuche ging, wo es um Teilhabe ging, wo es darum ging, dass verschiedene Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit Besuchern verschiedene Projekte gemeinsam initiiert haben. Ich sehe schon, Tristan Schulze ist schon da. Ich hoffe, wir kriegen den jetzt auch gleich auf die Bühne. Dann können wir schon mal auf jeden Fall starten. So, hier, jetzt. Tristan kommt dazu. Tristan Schulze ist Künstler und Forscher, der in Halle an der Burg Giebigenstein auch lehrt. Und da ist Tristan von. Hörst du mich, lieber Tristan? Ich kann dich hören, ja. Klasse. Wo sind die Kolleginnen und Kollegen? Ich hoffe, sie kommen gleich. Du, die kommen, sage ich dir. Super, das ist schön. Also Tristan Schulze, das ist toll. Also wir sind auch ganz gespannt, wie das jetzt gleich aussieht, wenn wir jetzt hier mit vier Parteien in diesem Instagram Live sind. Aber wir dachten, wir machen das auf jeden Fall in dieser Form. Du bist bei mir gerade ein bisschen verpixelt. Ich weiß aber nicht, ob das an mir liegt oder an dir. Nichtsdestotrotz, Hauptsache, wir können dich hören. Da geht's schon los mit der digitalen mit der digitalen Bandbreite. Wir sind hier bei 1G. Ich habe eine Frage. Glaubst du, sag mal, wir können ja mal ganz kurz über digitale Nachhaltigkeit sprechen. Du bist ja sozusagen der Experte um das ganze Digit-Projekt herum. Du bist Künstler, aber du hast eine Ausstellung gehabt schon in der GFZK. Das heißt, du kennst den Ort und du kennst auch die Personen, mit denen du zusammen dort arbeitest. Was, ich habe jetzt mal eine ganz explizite Frage. Sind wir sozusagen digital nachhaltiger, wenn wir in einem Live-Talk mit vier Leuten zusammenkommen, als wenn wir zu zweit bleiben? Oder wäre das sozusagen, wenn wir es nacheinander machen würden, immer mal wieder? Also wir sind doch auch nachhaltiger dadurch, dass wir jetzt alles zusammensetzen, oder? Also ich glaube, das ist ganz schwer zu beantworten. Siehst du, das weiß ich doch. Ich kann es auch zurückspielen. Also wenn zum Beispiel der Talk sehr inhaltlich aufgeladen ist und sich den im Nachhinein viele Leute angucken, dann ist es, glaube ich, nachhaltig. So, aber ja. Ich glaube, wir streamen jetzt mit vier Parteien. Das wird schon, glaube ich, ordentlich CO2 erzeugen. So. Aber ich, also ja, sehr ambivalent. So. Kann ich nur zurückspielen. Das ist ja auch eine große Erkenntnis von unserem Projekt. Vieles ist ambivalent und vieles ist sozusagen auf dem ersten Blick schlecht und es ist aber doch nicht schlecht. Und das, was gut ist, ist dann doch irgendwie nicht so gut und so weiter. Also es gilt schon immer so, sehr viel an Dingen sozusagen auch zu schrauben. Ja, guck mal, wer hier noch dabei ist. Ich glaube, die beiden Damen wissen genau, wovon sie sprechen, weil sie im Selbstversuch sitzen. Dazu kommen wir natürlich auch gleich nochmal. Ich habe jetzt
Die GFZK, die große, den großen Account der GFZK habe ich jetzt mal eingeladen. Ich hoffe, das klappt gleich. Hallo, liebe Alex, hallo, liebe Lena, wie geht es euch? Hallo, hallo, Wir uns geht's können. sehr gut. Sehr schön. Und das, was Tristan gerade gesagt hat, stimmt. Ja, das Ja. ist gut. Tristan ist schon im Digit-Projekt mit seinem neuen Face-Filter, dem Ja, kleinen ich habe Digi. Aber ich sehe schon, ihr ja. seid hier alle. Wo ist denn die Franziska? Kriegen wir die auch noch rein? Ja, wir haben das alles für Sie eingestellt. Sehr gut. Und das ist der GFZK-Account, ne? Ja. So, dann versuche ich den nochmal einzuladen. Und Hauptsache, sie folgt uns oder sie hört uns auch zu, dann sollte das alles klappen. Und ja, ich kann ja noch mal ganz kurz sagen, wen wir jetzt eigentlich hier schon im Talk drin haben und wer noch fehlt. Die Franziska Soyum, die Direktorin der GFZK, die fehlt noch und kann nicht teilnehmen, wird mir gerade hier gesagt. Dann haben wir aber die Alexandra Friedrich und die Lena Seik. Ihr könnt ja schon mal ganz kurz erzählen, was ist denn eure Rolle in der GFZK und ja, das als erstes und vielleicht auch eure Rolle im Digit, wobei wir ja Digit noch gar nicht wirklich vorgestellt haben. Dann sagen wir erstmal, was wir hier machen in der Ja. GFZK. Ja? Also wir leiten die Kunstvermittlung GFZK für dich seit 2005 hier am Haus. Und das heißt, dass wir zusammen mit allen Menschen, die Lust haben, ins Museum zu gehen, Projekte entwickeln und uns die Ausstellung anschauen und immer, je nachdem, wie viel Zeit wir zusammen verbringen möchten, manchmal bis zu 10 Jahre zusammenarbeiten, jetzt schon mittlerweile hier in Leipzig, mit Kindern, Jugendlichen, aber auch ganz viel mit Erwachsenen. Okay, also das heißt, Tristan nickt ganz mit Filter oder ohne. Ich glaube, was wir machen, guck mal, jetzt die GFZK guckt jetzt zu. Das sollte bedeuten, dass wir sie reinkriegen. Ich schicke jetzt mal eine Anfrage an die GFZK Leipzig. Ich glaube, jetzt sollte es klappen. Und wir kriegen die Franziska mit rein, weil wir eigentlich nämlich überlegt haben, also es wird ein Gespräch, das ungefähr eine halbe Stunde dauert. Und wir haben uns überlegt, wir wollen natürlich erstmal darüber sprechen, was ist Digit eigentlich? Und ich kriege hier immer die Ansage, dass das GFZK Leipzig nicht teilnehmen kann. Also letztendlich ist es so, wir wollen darüber reden, was ist eigentlich dieses Digit-Projekt und wie ist es zustande gekommen? Und vielleicht überbrücken wir tatsächlich noch mal ganz kurz und ihr erzählt einmal ganz kurz, vielleicht auch noch mal Lena und Alex, was ist das Digit-Projekt? Wie lange gibt es das schon und warum gibt es das überhaupt? Ah, guck mal, jetzt geht's. Haben wir jetzt Technical Support, Franziska Soyum. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Kannst du uns hören? Ja, ich kann euch hören, ja. Perfekt. Ich weiß nicht, ob du schon den Anfang des Gesprächs mitbekommen hast. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank, dass ihr alle, dass wir jetzt hier zu fünft sein können und mal ausprobieren, wie das mit Instagram in so vielen kleinen Kacheln ist. Franziska, wir hatten schon ganz kurz erzählt, was die beiden Alex und Lena in der GFZK machen. Du bist die Direktorin der GFZK und du hast gemeinsam mit deinem Team die Idee von Digit entwickelt. Und mich würde doch tatsächlich einmal so ein bisschen interessieren und ich glaube auch alle, die zuhören, wie kommt man darauf, so ein Projekt zu machen und warum habt ihr das gemacht und wie ist das entstanden? Ja, also hallo, schön euch zu sehen. Ich glaube, für ein Museum ist so ein Projekt ja in vielerlei Hinsicht total interessant. Man kann mit digitalen Technologien Arbeitsabläufe total anders steuern oder eben auch bündeln. Man kann die Kommunikation ganz anders umstellen. Künstlerische Fragestellungen sind ja auch total relevant in dem Zusammenhang. Und die Idee war halt tatsächlich auch das erste Mal so vernetzt zu arbeiten. Das heißt, die kuratorische Position einzutauschen gegen die Ideen, die aus dem Team, aus dem Projektteam kommen. So dass das eine das andere bedingt und die Ideen, wo auch Menschen und Interesse dahinter stehen, wurden auch verwirklicht. Und ich glaube, das Projekt ist halt eben aus dieser Zusammenarbeit im Team, ob das jetzt kuratorische Mitarbeiterin oder Kommunikation oder Vermittlung oder eben Technik war, macht das Projekt total besonders. Wir wollten vieles verstehen, was wir nutzen, aber noch nicht so ganz kapieren. Und wir wollten natürlich auch in diesem besonderen Corona-Jahr
Corona-Jahr mit all denjenigen Akteuren, die sich hier im Regelbetrieb, sage ich mal, engagieren, auch zusammenarbeiten. Das heißt, eines der schönsten Sachen, glaube ich, an diesem Projekt ist, dass wir mehr Zeit in der Zusammenarbeit gebracht haben, aber dass wir auch sehr viele künstlerische, technische Aufträge vergeben konnten. Und vielleicht kann man das nochmal ganz kurz sagen, man muss das so verstehen, Digit hat Anfang des Jahres begonnen, also es ist eine prozesshaftige, sich immer weiter entwickelnde Struktur dieses Projekts. Also es geht nicht nur um die Zusammenarbeit, aber sondern es geht auch darum, dass es sich sozusagen, dass man es zulässt, dass es sich entwickelt. Ne? Also ich glaube, das ist auch etwas, wo ich glaube, ich nachher nochmal gerne darauf eingehen möchte, was das so mit einem macht, wenn man eigentlich es aushalten muss, dass etwas noch nicht fertig ist, nach außen tritt oder mit einbezogen wird, weil wir kennen das ja aus den Betrieben, man hat eine Idee, man setzt sie um und dann wird sie präsentiert und Digit ist irgendwas dazwischen. Also auch wie ihr gesagt habt, es ist vielleicht auch ganz schöner Übergang, also ihr beiden, Lena und Alex, ihr macht etwas ganz Besonderes bei euch als Teil von Digit und das ist, ja, erzählt doch mal vielleicht mehr dazu, weil das zeigt dann ganz schön dieses Prozesshaftige und auch ja, ganz konkret, was da so passiert. Genau, also wir machen einen digitalen Selbstversuch. Das heißt, wir hatten uns von Anfang an eigentlich entschieden, mal so hinter die Kulissen schauen zu wollen und eigentlich verstehen zu wollen, was denn Digitalität überhaupt ist und was das für uns auch im oder vor allem im Arbeitsalltag bedeutet. Also genau, und da deswegen haben wir uns explizit vorgenommen, unser digitales Verhalten zu untersuchen. Also ohne zu wissen, was da am Ende für Resultate herauskommen, wollten wir einfach erstmal Fragen stellen, Untersuchungen anstellen und rausfinden, was beeinflusst uns da bei dem Digitalen den ganzen Tag? Also wir arbeiten hier im Büro, wie ganz viele andere Leute auch. Wir benutzen Handy und Tablet und Telefon und Computer, Internet einfach so. Wir hinterfragen das niemals. Wir schicken E-Mails noch und nöcher und haben aber durch dieses kurze Innehalten und uns selbst befragen, was wir da eigentlich tun, auch mit zusammen verschiedenen kritischen Freunden und Freundinnen, herausgefunden, dass es ja eben doch ganz, ganz komplex ist und ganz viele Punkte betrifft, die wir auch verstehen und auch bewusst auch verändern können. Oder überhaupt erstmal dessen wir uns bewusst werden, um dann vielleicht auch etwas verändern zu können in unserem Verhalten. Ich habe jetzt mal eine ganz komische Frage und zwar, ich weiß ja, ihr macht das schon ein bisschen länger und Franziska, nervt es langsam, dass die da immer noch in ihrem Selbstversuch versuchen, Dinge zu optimieren oder vielleicht wird es auch langsamer, weil ich glaube, ihr hattet irgendwann mal überlegt, kürzer online zu sein oder nur noch einmal am Tag so einen Schwung an E-Mails zu verschicken. Also was macht denn das so im Team? Also seid ihr konsequent und macht das auch außerhalb von Digit? Also das nervt, das kann ich verneinen. Ich finde das eher ganz interessant, dass wir sozusagen digitale Aspekte auch in ganz analogen Dingen und umgekehrt entdecken. Und es ist halt eben durch dieses permanente Tun, dass ich mich halt auch frage, okay, welche Nachricht verschicke ich? Wann greife ich zum Telefonhörer? Welche Anwendungen oder welche Nutzerverhalten befrage ich dann im Alltag auch, also jenseits der GZK. Es ist mehr, glaube ich, so, dass das ganz wichtig ist, sowas fortlaufend zu tun und immer wieder darauf zurückzukommen. Und ich glaube auch, dass das besonders in diesem Jahr, wo wir eben auch mit der Schließung gestartet sind, einfach unheimlich gut gepasst hat, ne? Weil wir viel mehr sozusagen in Meetings waren, über Zoom, über Whereby und so weiter und uns gefragt haben, okay, wer hört da mit, wer sieht da mit, wie können wir Inhalte schützen, wie können wir Kommunikation schützen, wie können wir in Zeiten, wo wir uns nicht begegnen, auch anders quasi Informationen verteilen. Also es war gleichzeitig aktuell und auch möglich. Ja. Und ich bin natürlich sehr neugierig, was die anderen schon wissen, was ich noch nicht mal ahne. Insofern lohnt es dann immer wieder so einen Blick auf die Tabelle, die die Projekte führen.
Ja, ich finde das total interessant, weil natürlich auch gerade zur Zeit nicht nur digitale Nachhaltigkeit, sondern der institutionelle Betrieb sich überlegt, wie kann ich mich digital aufstellen, wie kann ich Teilhabe fördern. Tristan, jetzt hast du leider das Ticket wieder verloren, weil ich wollte nämlich gerade über das Thema Teilhabe oder digitale Teilhabe natürlich auch darauf zu sprechen kommen, wie sucht ihr denn diese Teilhabe? Und Tristan, vielleicht kannst du mal erzählen, was du da eigentlich auf dem Kopf trägst oder wer du da gerade bist, weil das ist ja auch etwas, was im Rahmen des Digit-Projektes entstanden ist und natürlich auch diese Aufmerksamkeit auf verschiedene ja, digitale Ansätze oder auch spielerische Wege aufzeigt, wie man ja auch eine Aufmerksamkeit für eine Institution erreichen möchte und kann. Genau, also ich mache mal die Maske kurz wieder ab, sonst wird es albern, glaube ich. Ich kann auch wieder anmachen, aber nee, lass mich aber, aus. Es geht so ein bisschen darum, dass das Digi zum Beispiel, also das da ist Digi, ja, das ist quasi unser kleines Maskottchen, ja. Und das ist, das lehnt sich an einer Pixelgrafik an. Eine Pixelgrafik ist halt eine sehr, sehr kleine Dateneinheit, ja. Also halt, man kann mit relativ wenig Datengröße halt gestalten, Farben definieren und so weiter. Und das ist aus einem Projekt entstanden, was in Digit eine Rolle spielt, das Dotbot-Projekt. Und wir haben halt dann festgestellt, dass das irgendwie ganz witzig ist, so eine Art Maskottchen zu haben oder so eine Art Symbol, und haben dann eine Posterkampagne draus entwickelt, die halt in der Stadt ausgeklebt wurde. Und jetzt gibt es auch Facefilter, wie und den hier zum Beispiel. Also der hier, den ich jetzt gerade habe, das ist e.digi, den gibt's, den kann man hier bei Instagram sich nehmen. Und da kommen aber jetzt noch mehr dazu. Aber da kann ich jetzt noch nicht so viel verraten. Also das sind, die werden dann so mit so ganz speziellen Sachen sein. Also ja, kann ich nicht jetzt so nicht speziell wie das, was du jetzt auf dem Kopf hast. Also ich glaube, das ist ja auch etwas, was das Besondere ist, diese spielerische Herangehensweise. Ja, Digit hat sich ja auch entwickelt, ne? Also Digit wird ja auch plötzlich so zu so einem Maskottchen von allen und alle wollen jetzt diesen Digit-Filter haben. Also ich finde das total spannend und vielleicht nochmal an Lena und Alex. Was macht denn oder was habt ihr denn konkret gemacht? Und vielleicht, ich habe vorhin schon angekündigt, dass ihr dass es das Sommerfest gab, das ja auch im Rahmen von Digit in der GfZK stattgefunden hat, letztes Augustwochenende, entschuldige. Und habt ihr da in dem Selbstversuch, also vielleicht nochmal, um konkreter zu werden, was habt ihr da gemacht, was habt ihr da gemerkt? Ist da irgendwas bei angekommen? Und auch in dieser Teilhabe, hat sich da was weiterentwickelt? Oder hat sich da was ergeben, was euch jetzt sozusagen, was ihr teilen könnt, was ihr wirklich als erstaunlich findet oder was wichtig ist? Also ein Beispiel ist, dass wir versuchen, also das auch uns von Anfang an gefragt haben, wie können wir, wenn wir hier die ganzen Geräte nutzen, obwohl ich zu den Geräten, glaube ich, gerne auch noch was dann sagen würde, was wir damit gemacht haben. Aber dafür brauchen wir ja ganz viel Energie, Strom, Ressourcen. Und wir sind jetzt seit einem halben Jahr eigentlich damit auch beschäftigt, drüber nachzudenken, beziehungsweise selber zu entwickeln, wie wir unseren Strom hier erzeugen können im Büro, und haben dafür zusammen mit Franziska Kinder einen Home-Trainer umgebaut. Und wir haben das natürlich nicht alleine gemacht, wir haben uns dafür auch ganz viel Beratung von einem Elektroingenieur und so weiter gesucht, wie wir... Man das... Ich muss schneller trampeln, der Strom ist so nicht mehr, die Verbindung ist nicht mehr so gut. Hier. Wir können einen Mikrocontroller laden oder mit Strom versorgen. Ja, aber das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Ne? Es ist einfach total schwer, so viel Energie zu erzeugen, dass wir hier einen Tag arbeiten können. Aber wir sind weiter dabei, Lösungen zu finden. Und das andere... Lena und ich haben am Anfang angefangen, eine Liste zu erstellen, erstmal auch einfach wie so eine Tabelle, welche Geräte wir eigentlich hier im Jahre, also in den 16 Jahren angehäuft haben, die wir benutzen, ob es nun in Workshops ist oder hier in unserem Büroalltag, und haben dann zusammen mit Andra Ivanchu begonnen, die zu fotografieren, aber jetzt nicht hier einfach so als Objekt, sondern wir haben sie rausgebracht in unseren Garten und haben da etwas erlebt, was sich dann zum Beispiel im Festival
dazu entwickelt oder dass wir zum Festival einen Schreibworkshop zusammen mit einer Autorin angeboten haben, wo man ein technisches Gerät mitbringen konnte und da seine Beziehung erkunden, erforschen konnte und dazu einen Text verfassen konnte. Und diese ganzen vielen Dinge, die wir jetzt fotografisch oder eben auch textlich erarbeiten, werden wir auch und wir sprechen auch Texte ein, es wird auch Sound geben, wird es auch nochmal in einer gesammelten Fassung zum Anschauen, Ansehen und zum Inspirieren geben. Das ist aber alles noch in Arbeit. Ja, es ist ja auch gut. Soll ja auch sozusagen, es soll ja auch arbeiten. Also mich würde das nochmal, um nochmal ein bisschen gröber und breiter zu gehen, nochmal interessieren. Was macht es denn mit so einer Institution? Und merkt ihr, dass andere Institutionen euch verstehen oder das Projekt verstehen? Oder also ist das etwas, was mit euch als Institution, die ja letztendlich auch ein Publikum erreichen möchte auf unterschiedliche Art und Weisen, hat das was für euch verändert im letzten Jahr oder kann man das gar nicht so immer so groß sagen, sondern irgendwie kleiner? Also speziell jetzt für unser Büro, muss ich mal sagen, wir haben ja auch unsere Signatur dann seit Juni umgeschrieben oder verändert mit dem Hinweis darauf, wie viel CO2 ein E-Mail versenden ausstößt oder verbraucht und wir haben daraufhin jetzt einfach viel mehr Telefonate oder persönliche Gespräche, wo man ganz oft sehr viel schneller Dinge lösen kann und klären kann, als mit sehr viel E-Mail-Kommunikation, was wir bisher hatten. Das tut allen gut. Ja, und dadurch, dass wir das nicht hier so allein im Verborgenen durchführen, sondern wirklich eine verstreute Gruppe an Critical Friends uns also angefragt haben und die uns begleiten, kriegen wir auch immer wieder gespiegelt, was das eben machen kann und was das bedeuten kann. Und ein Critical Friend ist ein anderes Büro, nämlich ein Architekturbüro. Und mit denen treffen wir uns regelmäßig oder tauschen uns aus. Und also das hat einen sehr schönen Effekt der gegenseitigen Betrachtung. Ja, finde ich, das läutet ein und ich glaube, es ist auch nochmal ganz gut zu erwähnen, es gibt über die GFZK, kann man auf die Digit-Webseite kommen und kann sozusagen die unterschiedlichen Projekte und die Vielfalt der Projekte sehen und wir sprechen ja jetzt gerade nur über zwei wenige Projekte und trotzdem ist es sozusagen ein ganz toller Einblick und Tristan, vielleicht kannst du nochmal, also darf ich Tristan sagen oder muss ich Diggi sagen? Kannst du nochmal ganz kurz erzählen, was für ein weiteres Projekt ihr als Künstler im Haus mitentwickelt und warum du, was sich für dich daran irgendwie auch, was du daran abgearbeitet hast oder was du für Erkenntnisse daraus auch gezogen hast? Also das ist ja ein Riesenthema, Digitalisierung, Museum und Nachhaltigkeit, zwei riesengroße Keulen, drei. Und da gibt es natürlich ganz viele Wege. Das erste ist natürlich, Energie zu sparen oder irgendwie bewusst zu werden. So. Das andere ist halt, wie bewegen wir uns im digitalen Raum oder welche Position haben wir dazu? So. Und das war quasi der Winkel, den wir uns genommen haben. Also ich habe jetzt wir haben ein kleines Team zusammengestellt, das ist Hanna, Tanja, Franziska Kinder und ich. Und der Winkel ist, eigentlich mehr oder weniger Achtsamkeit als Zentrum zu setzen. Ja? Also wie können wir mit digitalen Medien umgehen? Wie können wir uns vielleicht auch ermächtigen beziehungsweise einfach bewusster damit umgehen? Und wir haben halt ein Programm entwickelt, das heißt Aerobics. Und also für Electronic Aerobics. Und da gibt es so diverse Übungsgeräte und Workout, die wir entwickelt haben, die haben wir auch schon getestet während des Festivals in unserem E-Dojo. Und vielleicht ein kleiner Eindruck. Also das zum Beispiel ist eins von unseren Geräten. Mal kurz starten, Moment. So, das ist quasi ein Holz-Smartphone. Da lernt man swipen, rechts und links swipen. Dann haben wir noch quasi Augmented Reality Smartphones, also wo man quasi Augmented Reality üben kann. Ja? Es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel digitale Workouts, also wo es zum Beispiel um
Ploppen geht. Also wo es halt auch um ganz klassische Auseinandersetzungen mit User Interfaces geht. Was ist ein Button, was ist ein Slider, was kann man damit machen, was ist, wie kann man das vielleicht auch nochmal ein anderes Bewusstsein bringen. So. Und wir sind jetzt dabei, diese Übungen ins Museum zu bringen. Also jetzt nicht ins Museum, das klingt so ein bisschen hochtrabend, aber quasi, wie können solche Werkzeuge in der Ausstellung wirklich sinnvoll verwendet werden? Ja? Das hängt halt, also das kann Vermittlungswerkzeuge sein, das können aber auch quasi Installationen sein, die in dem Museum oder in der Ausstellung integriert sind. Da sind wir gerade dabei. So. Das klingt total gut. Franziska, ich bin mir nicht sicher, bei dir ist manchmal von der Verbindung, das sieht manchmal so aus, als ob du nicht ganz uns hören könntest. Ich hoffe, das klappt. Ich würde dich doch noch mal gern fragen, und zwar, was ändert sich im Ausstellungsbetrieb dadurch? Oder was ändert sich im institutionellen Gesamtgerüst dadurch, dass ihr dieses Digit macht? Oder dadurch, dass ihr darüber nachdenkt, wie kann ich Dinge neu strukturieren? Wie kann ich Dinge effizienter und nachhaltiger zugleich machen? Was ändert sich da? Und was bleibt vielleicht auch? Also dieses, was bleibt? Ne? Also was macht das Große? Und warum ist das wichtig? Und vielleicht auch nochmal so im Hinblick auf Institutionen generell. Warum ist es entscheidend, dass man sowas macht? Also ich glaube, was das befördern wird, auch nachhaltig, ist dieses Zusammenarbeiten, in Teams arbeiten. Und das ist halt wunderbar daran. Und die Critical Friends sind schon angeklungen. Wir haben Hackers und Designers aus Amsterdam eingeladen. Und ein Wunsch oder eine Idealvorstellung von mir ist eben auch, dass die GZK auch über das Projekt hinaus so ein Ort wird, wo Code. Oder ist das Wort Coder gefallen und die Verbindung ist abgebrochen? Ja. Ich hoffe, sie kommt gleich wieder. Also ein Ort, ein Ort, wahrscheinlich auch ein digitaler Ort, also ich glaube, Franziska. So, jetzt bist du wieder da, Franziska. Ich bin wieder da, genau. Du musst, glaube ich, das letzte nochmal erzählen seit dem Coda. Mit dem Coda wird hier nichts. Also ich kann es, glaube ich, ergänzen. Das geht, also es geht ja schon darum, dass natürlich auch irgendwie ein Kollektiv um das ganze Projekt entsteht. Also dass es halt nicht nur ein Projekt ist, was dann halt wieder aufhört, sondern dass halt eben auch die Leute, die man jetzt so mit Mühe und Not zusammenbringt, also halt auch, ist ja auch irgendwie jetzt wichtig, dass man halt auch die Leute, die sonst digital sind, sozusagen irgendwie in den realen Raum zusammenbringt, dass da halt eben auch was bleibt, was vielleicht weiter wächst. Ne? Also die Verortung im realen Raum, angebunden an ein Museum, macht schon total Sinn. Also das ist auch ein Punkt. Stimmt das? Ich glaube, was auch noch ein Punkt ist, um das mal noch ganz kurz mit anzufügen, ist dieses Prozesshafte, also sich tatsächlich Zeit zu geben oder auch ein bisschen gelassen zu sein und nicht immer das Produkt im Fokus zu haben, sondern erstmal diesen Prozess, diesen auch eigentlich Forschungsprozess oder wir probieren das jetzt aus und wir beteiligen auch andere mit der. Also wir vergrößern unsere Gruppe oder verkleinern sie wieder. Also je nachdem, wer mitmachen möchte oder wer irgendwie Expertin ist, die wir jetzt noch mit dazu holen wollen. Das finde ich ist auch so schön an dem Projekt, dass wir da uns eben diese Zeit nehmen können und reflektieren können, verwerfen, weitergehen. Eigentlich so das, wie wir als Vermittlung ja auch die ganze Zeit arbeiten im ästhetischen Forschungsprozess, dass das so übergeht in dieses ganze große Projekt. Ja. Franziska, jetzt bist du wieder da. Jetzt wieder nicht. Ich wollte nur berichten. Ja, okay. Aber nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich stimme allen zu und höre euch zu. Vielleicht besser. Gut, perfekt. Dann machen wir, ich finde, es ist auch genau das, worum es geht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht hier ganz deutlich wird. Es sind ja auch alle digitalen Möglichkeiten manchmal eben doch auch immer wieder eine Herausforderung, weil gewisse Dinge nicht funktionieren oder wir das auch zulassen, dass man dann improvisiert. Ne? Das ist ja auch etwas, was vielleicht Digit auch total auch unterstützen darf und soll. Das ist eben nicht, dass man lernt dadurch, dass man es ausprobiert. Ne? Das ist ja auch etwas. Und ich finde es schon interessant, dass man wirklich auch bei diesem was bleibt. Also
Ich glaube, ich stelle diese Frage immer mal wieder. Es gibt so Digit-Live-Interviews, so eine kleine Serie, die wir zwischendurch ja immer machen und die Menschen hinter dem Digit-Projekt vorstellen. Und da ist immer so meine Frage, was bleibt so für euch persönlich? Und ich habe das immer so, für mich war am Anfang, und wir sind ja jetzt auch schon länger mit euch und mit Digit beschäftigt. Und dieses, was bleibt, ist irgendwann plötzlich so das, was das Digitale so ausmacht, dass man das gar nicht mehr sagt, das geht dann irgendwann, das ist ja jetzt da. Also das, was es mit uns macht, dass wir als Team anders arbeiten, dass wir uns austauschen, dass wir im Prozess bleiben, dass wir auch neugierig sind, andere Perspektiven mit einzubeziehen, das ist ja etwas, was bleibt. Das ist ja das, was Digit so bleibend macht. Also Digit ist nicht nach einem Jahr vorbei eigentlich, sondern es ist jetzt einfach immer da. Also das ist für mich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber für mich wird das immer deutlicher. Ja, total. Also es geht halt auch, glaube ich, darum, also richtig zu lernen. Also halt, man macht Fehler und wie lernt man aus den Fehlern richtig? Das geht in alle Bereiche. Wie man mit Leuten zusammenkommt, wie man Projekte plant, wie man mit Ergebnissen umgeht oder auch umlenkt. Also halt das Auge offen halten und bewerten und eben auch Diskussionen führen, so über Dinge. So, das ist, glaube ich, so essentiell. Diesen Diskurs, ne? Ich habe vielleicht noch mal eine Frage, bevor wir langsam zum Abschluss kommen. Was sind denn die Projekte, die ihr jetzt sozusagen empfehlen könnt? Wo würdet ihr jetzt jedem noch mal, was ist euer Lieblingsmoment oder Projekt, wo ihr sagt, hey, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommt nicht nur in Leipzig vorbei, aber wenn, dann kommt vorbei oder macht mit, das gibt es jetzt digital und das könnt ihr bei uns auf der Webseite finden. Weil es macht ja total Spaß. Man will plötzlich so Teil werden, wenn man das hört. Ich hoffe, das geht allen Zuhörern auch so. Ich sage das schnell, solange ich noch online bin. Es gibt Meditation online. Die finde ich ganz großartig. Mhm. Die Soundwalks, die würde ich auch empfehlen. Und DotBoss sowieso, wenn das irgendwann auch online für alle geht, dass man dann da mit gestalten kann und aber sich das anschauen kann, was sehr viele Kinder entwickelt haben jetzt schon in den Sommermonaten. Und wir planen ja auch Aerobic-Stunden in den Ausstellungen. Also wenn das dann möglich ist, dass wir hier diese Aerobic-Stunden machen, die sind wunderbar. Ich habe mal den Link zu, das würde ich mal noch ergänzen dazu, was Alex gesagt hat. Ich habe den Link noch hier in den Chat gepostet. Da sind die Prototypen von Aerobic schon mit dabei. Das ist quasi, ne, wie wir schon gesagt haben, Work in Progress. Ja, da sind halt Arbeiten dabei, die halt wirklich nur als Gruppenarbeit funktionieren. Ja, es sind aber auch Arbeiten dabei oder Workouts dabei, die kann man alleine machen. Ja, und wie gesagt, Work in Progress Ende des Jahres ist es on point. Gibt es auch so eine Challenge, eine Aerobics Challenge? Ich liebe ja immer so Challenges und so Wettkämpfe im sportlichen Bereich. Und bei Aerobics würde ich natürlich gern mal so ein kleines Turnier machen, ehrlich gesagt. Wo man dann schneller guckt, wer hier schneller tippen kann und swipen kann. Und jeder ist natürlich ein unterschiedlicher Digit, den er sich selber erstmal bauen muss. Also ich bin begeistert, weil ich nämlich selber schon wieder merke, je mehr ich mich mit euch austausche, will man eigentlich gleich weiterdenken und mitdenken. Und ich finde, das ist ja eigentlich genau das, was ihr mit diesem ganzen großen Projekt auch initiieren und machen wolltet. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, schaut doch mal auf der Seite von Digit vorbei, um mal zu gucken, ob die Meditation oder die Aerobics oder eben auch eins der anderen Workshops für euch einfach einen Mehrwert gibt und euch auch zeigt, dass eben Institutionen sich ganz stark damit beschäftigen, dass wir eine Verantwortung haben, dass wir ein Bewusstsein schaffen wollen oder dass ein Bewusstsein geschaffen werden muss, dass Digitalisierung nicht mehr ein Entweder-Oder ist, sondern da ist und wie man damit, sagen wir mal, gut umgeht. Und damit bedanke ich mich sehr herzlich, dass ihr auch Teil von GoToTalk hier mit seid und mit uns dieses Gespräch gemacht habt. Und toll, dass es geklappt hat. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt zu viert in einem Talk war. Und ich finde, bis auf so ein paar kurze Momente, wo Franziska leider nicht ganz gehört wurde, hat es fantastisch funktioniert. Also vielen lieben Dank. Danke dir. Das war toll. Danke. Super, bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss.